15 rote Kugeln, 6 andersfarbige, eine weiße. Ein Tisch doppelt so groß wie beim Poolbillard, das Grün fein beleuchtet, der Rest drumherum eher schemenhaft zu erkennen. Snooker, eine Sportart, die kein Problem damit hat, zumeist in kleinen Nebenräumen stattzufinden. Wen Snooker fasziniert, der findet Spielmöglichkeiten und Gleichgesinnte. Doch was macht den Reiz dieser Sportart aus? Das fragen sich viele, also zunächst mal die Präzision, das Feingefühl, das man haben muss, die Geduld, auch die Konzentration über so eine lange Zeit, dieser riesige Tisch, diese kleinen Taschen, dieser Frust, der da schon manchmal hochkommt, wenn ein Ball mal wieder nicht reingeht. Also das ist eigentlich die Faszination und gerade im Fernsehen, da gucken ja auch viele, viele Leute zu, weil es da eben auf Top-Niveau gespielt wird. Thomas Hein, Snooker-Bundestrainer, Buchautor. Kommentator bei Eurosport. Einer, der jede Spielsituation lösen kann, zumindest mathematisch. Für Snooker brauchst du ein hohes Maß an Konzentration, doch das alleine reicht nicht. Wenn man die Ballphysik nicht beherrscht, also die Grundlagen nicht beherrscht, ist das, was man auf dem Tisch macht, eigentlich Zufall, nicht reproduzierbar und dadurch auch nicht anwendbar. Also zunächst ist die Ballphysik und auch ein bisschen Mathematik schon das A und O, um kennenzulernen, was die Bälle eigentlich von einem wollen. Der Snooker-Bundestrainer ist zu Gast auf dem Mallenderer Berg in Fallender. Eine Tennisanlage mit großer Halle und einem kleinen Nebenraum mit 2 Snookertischen. Die Heimat des ersten Snookerclubs Main-Koblenz. 2 Teams nehmen am Ligabetrieb teil. Dazu werden zahlreiche Turniere und Trainingseinheiten, zum Beispiel mit Bundestrainer Hein, organisiert. Die hier sind infiziert mit dem Virus Snooker. Ich sag mal, wer einmal an so einem Tisch dran gestanden hat und hat da mal den einen oder anderen Stoß gespielt, der und es dann auch im Fernsehen mitverfolgt, der wird da gefesselt. Ja, das ist eigentlich so das, was mich so fasziniert hat, als ich zum ersten Mal gespielt habe, da dachte ich, das ist Wahnsinn. Ja. Erklärt ist das Spiel recht schnell. 15 rote und 6 farbige Kugeln mit unterschiedlicher Wertigkeit liegen zu Beginn auf dem Tisch. Wer am Zug ist, der muss erst eine rote, dann eine farbige Kugel versenken und bleibt so lange am Tisch, bis er keine Kugel mehr versenkt. Die farbigen Kugeln werden immer wieder auf den Tisch gelegt, die roten nicht. Wenn keine roten mehr da sind, hat der Spieler mit den meisten Punkten gewonnen. Doch was macht einen guten Spieler aus und wie kann sich ein Hobbyspieler weiterentwickeln? Zunächst klar, die Biomechanik sehr wichtig, dass sich also die Technik stabilisiert, um auch einen verlässlichen Stoß zu haben, der dann eben diese Grundlagen des Wissens auch auf den Tisch transportiert. Aber das Üben ist natürlich gerade wichtig, denn Snooker ist eine Präzisionssportart. Schlecht getroffene Bälle auf eine gewisse Distanz werden immer schlimmer, immer schlechter. Also da muss man schon am Tisch stehen, da muss man schon auch ein bisschen Zeit investieren, aber Spielspaß kriegt man eben auch, wenn man einmal die Woche geht. Snooker, eine Randsportart in Deutschland. Thomas Hein betreut einen A- und einen B-Kader und macht wichtige Basisarbeit. Wir machen auch sehr viele Breitensportveranstaltungen, bringen Zuschauer zunächst aktiv an den Tisch. Im Leistungssportniveau ist es dann eben so, Deutschland ist groß, der Kader ist auch komplett in Deutschland verteilt. Wir treffen uns zwischen 2 und 4 Mal pro Jahr. An einer Stelle, um dann eben ein Wochenende oder ein paar Tage länger zu verbringen. Dazu gibt es Videoanalysen und einen regen Austausch via Internet. Und an Abenden wie diesen entfallen da viele Tipps und Kniffe vom Profi. Es war nicht das erste Gastspiel von Hein beim Snookerclub Main-Koblenz und sicherlich auch nicht das letzte. Denn auch das macht die Faszination Snooker aus. Die reine Theorie macht noch lange keinen Gewinner. Nur wer viel fragt und übt, wird auch ein guter Spieler.